Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Und auch eine Runde online darf natürlich heute nicht fehlen. Und selbstverständlich wird erstmal der Hund gestreichelt. Was machen wir heute? Oh, Distanz mit dem Boot, das machen wir nicht. Einen ganzen, auch Spieltag lang höchste Feindseligkeit vermieden. Ja, das kriege ich wohin. Krabbenfleisch. Oh, Schreikraniche gerupft. Okay. Ja, die Events machen wir nicht, Trupprennen machen wir nicht. Vanilleblumen müsste ich, glaube ich, sowieso mal sammeln. Der ungeliebte Kopfgeldjäger. Gesuchte Person geplündert. Drei Stück. drei Stück. So. Ich habe noch nichts getrunken, also nichts Alkoholisches. So, Person lebendig fotografiert und mehr als eine gleichzeitig. Machen wir nicht. Kadaver, die Haut eines tödlichen Raubtiers gespendet. Perfekte Tierkadaver und Versorgung mit 5 Rest. Schnäpschen trinken. Ballspitzen sammeln und was mit Metalldetektor. Distanz mit dem Wagen, okay, Geld verdienen und Restlaufzeit mit 5 Minuten. Betäubte Tiere geweckt und was im Wildnislager hergestellt. Ja, ich sag mal so. Das riecht ja danach, dass es gar nicht so schwierig ist. So, der Kollege hat noch zu tun. Die Munition hole ich auch mal immer ab. Und dann geht es weiter. Jetzt gucke ich aber erstmal eben auf der Karte. Was haben wir hier? Suchgebiet für Schnapsflaschen. Da gehen wir jetzt mal dran. Dann wissen wir nämlich, wo die Madame ist. Da sind die tödlichen Raubtiere, die wir brauchen. Und dann kommt mal ran, Jungs. Eins, zwei, ja, gefühlt zweieinhalb, ne? Nicht flüchten, Kollege. Dort, den ziehen wir nur eben den Pelz ab. Sagen, der ist auch nicht perfekt. Schade. Sonst hätte ich den schon mal mitgenommen am Stück. Ja gut, wenn man so rumballert, kann das ja auch nichts werden. Was sagt denn die Temperatur? 10 Grad. Boah. Hier sind es, glaube ich, im echten Leben gerade um die 15, ordentlich windig. Solche Temperaturschwankungen kann ich ja gar nicht haben. Das über 3, auf einmal über 15 hier, das geht ja gar nicht. So, wie ist der drauf? Auch nur ein Stern, na komm dann. Klar, man hätte ihm 2 Sterne Wolf spenden können, der kann ja dann 3 werden, aber ganz ehrlich. Perfekte Tierkadaver können wir gerade sowieso nicht so viele spenden. Da muss der Kompagnon erstmal was verarbeiten. Aufs Pferd. Oh ne, wir könnten mal eben den hier aus der Tasche holen. Und jetzt machen wir hier keinen Abstecher über die Ranch, sondern es geht direkt zur Schnapsflasche. Wir wollen ja wissen, wo die Madame ist. Viel lieber, wenn das Lager hier wäre, wisst ihr das? Ja, Taschentierchen müsste ich hier auch mal jagen, aber morgen ist auch noch ein Tag. Obwohl, das könnt ihr mal mitnehmen, wa?
Ach, drauf, Punkt, 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 ja. Da ist der Whisky. Oh, irischer Whisky. Und jetzt gucken wir mal eben, wo ist die Madame? Klar, da könnten wir eben eine Schwarzbrenner Mission erledigen. Wo ist sie denn, die gute Dame? Ich übersehe die ja auch gern, ne? Ach, ich habe noch eine Pulle offen. Ja, dann finde ich die doch gar nicht. Ich muss ja eh da zum Lager, ne? Zur Schwarzbrennerei. Hier war mal wieder der Wunsch, der Vater des Gedanken. Was war das? Gewürztes Krabbenfleisch? Ich hab's wieder vergessen. Allgemein gewürztes Krabbenfleisch einmal. Das machen wir mal. Wenn wir noch Krabbe, da ist er. Ackerminze. So. Die findet man ja an jeder Ecke. Oh, 02 gibt es schon. Ja, dann gönnen wir uns doch hier auch erstmal einen Kaffee. Was gibt's sonst? Betäubungsmunition. Komm, können wir auch mal ein paar machen. M2. Tiererwecker, nee, komm. Pferdenahrung. Oh, Johannisbeeren muss ich auch mal sammeln. Dann das hier. Das können wir immer gebrauchen. Und dann geht's ihm zurück zum Lager. Wir spinnen die Wolfspelze und kümmern uns dann um die Schwarzbrennerei. Da ist das auch fertig. Da, das Krabbenfleisch erledigt. 7 Sachen. Auch fertig. Nee, nee, Kollege. Schnellreise nach Hause. So, und kann ich auch mal in meinem Kaffee nippen hier. Ja, genau, willkommen zurück. So sieht das aus. Er braucht noch ein bisschen. Supplies are looking healthy right now. Guess beggars can't be choosers. Auch erledigt. Und jetzt holen wir erst die Schnapsflasche. Außer hier will was auszuprobieren. Und da wissen wir ja, wo sie ist. Erst die Pulle. Dann die Karte. Und jetzt, wo ist die Madame? Ich glaube, gestern war sie hier unten. Da ist sie nicht. Ah, super. Bei Rhodes, das ist top. Das ist um die Ecke. Hier ist nichts mehr auszubuddeln.
Auch keine Karte mehr. Nee. Dann geht's jetzt auf zur Schwarzbrennerei. Und dann fahren wir mal die Pullen da weg. Ich hoffe, wir haben gescheiten Käufer, dass wir die 200 Dollar kassieren. Den kann ich jetzt auch noch gebrauchen. Den würde ich gern betäuben. Kann ich hier einfach auf den Felsen klettern, oder? Sehr geil. Jetzt haut er auch noch ab. Feiger Hund. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Der bleibt angriffslustig, ne? Na komm, leg dich schlafen, Kollege. Die Probe brauchen wir immer fürs Tarntonikum. Und jetzt ab. Ja, ja, ich hau ab hier. Schnell rein in die gute Stube. Da brauchen wir. So, was war hier die Nummer des Schwarzbrenners? Distanz mit dem Wagen, alles klar, Geld durch Handel verdient und 5 Minuten. Moment mal, viel Strecke und unter 5 Minuten, mit 5 Minuten Rest, das geht doch gar nicht. We can sell it when you like. Au travail. Wieder kein Käufer. Ja, aber eine Stunde warten wir nicht, dann machen wir es jetzt. Your timing is impeccable. Naja, ob das so hervorragend ist, weiß ich nicht. Clients, and a fresh batch. Just one more day, and it would be a trop mieux. Now is mature. It is a corset, eh? Your American friends will not see the difference, I think. But this is my not God. The question. I am my father's son, and I will not compromise. Do not lose it. Drive with care, okay? Ja klar, immer. So, wo geht's hin? Okay, das ist wirklich um die Ecke. Und am liebsten immer Kinomodus an. Oder Kinokameramodus. Und ab geht's. Also ich hätte hier sowieso durchgezogen. Denn auf die paar Meter hier, da hätten wir die schon erledigt. Schade, da sollte nichts auszubuddeln, da mit dem Baum, den wir jetzt sehen. Also, da ist ja schon mal was. Na, jetzt wird er gerade ein bisschen schneller hier. So, Zeug verschenkt, ne? Traurig. Äußerst traurig. Dann schmeißen wir jetzt direkt die nächste Ladung an. Ja.
mal gucken, wie viel gibt's eigentlich dafür, wenn man hier so eine schnelle Ladung macht. Das hörte sich wieder nach einem mächtig großen Bären an hier. So, dass der Franzose auch wieder was zu tun hat hier. I got something I need you to do. Ja, ich finde, das Hemd müsste auch mal gewaschen werden, oder? You are pleased with the profits from that batch, I hope. Nein, sind wir nicht. So, what shall we create? So, weiß... Naja, das bringt einen nicht nach vorne, ne? Wir versuchen es mal. There are things you could do to lower the price, huh? Oh, 75. Ja, das würde so eben reichen, ne? Wenn nichts kaputt geht. So, was kommt hier rein? Heidelbeere, Ripumbeere. Vanilleblume. Ja, eigentlich müssen wir was mit Vanilleblume machen, ne? Yes. Ich soll davon ja so viele sammeln. Now, all it needs is some time. I have a list of new patrons for you. Ja, ja. Also seht ihr, da bleibt ja gar nichts übrig, ne? Maische kosten Fuffi. Und für dann hat man hier $25 nachher als Gewinn übrig. Das ist ja ein bisschen armselig, aber was soll's. So, was sollten wir sammeln? Pfeilspitzen waren es, glaube ich, ne? Schnapsfläschchen trinken machen wir gleich. Pfeilspitzen finden. In der Hoffnung, eine Landkarte zu haben. Machen wir das. Okay, einmal hier rüber. Da ist klar. Wo ist der Rest? Und da. Alles klar. Machbar. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal einen, oder? Was haben wir denn hier? Den irischen Whisky. Ist auch im echten Leben mein Favorit. Nein, auf guten Scotch lasse ich auch nichts kommen. So, Knarre raus. Moment mal. Zuerst will ich hier hin, das kann ich euch so sagen. Da ist der nächste Bär. Immer Vollgas. Oh, da hinten ist was. Zum Sammeln. So, Probe ziehen. Tierchen wecken. Ich hoffe, der haut ab. Bleibt er in der Nähe? Ich dachte, er verzieht sich. Oh ne, irgendwas ist hier. Der Controller vibriert. So, kann ich hier mal eben schnell meinen Kaffee austrinken. Oh, super, der ist auch schon schön kalt. Hier.
Hier unten ist manchmal was, ne, zum Ausbuddeln. Klar, heute nicht. Dann holen wir uns die Pfeilspitze. Vergessen, die Knarre bereit zu haben, wenn der Grizzly hier zurückkommt. Kommt man hier irgendwie hoch? Ja, ne? Bestimmt. Mit Schwung geht eine ganze Menge. Da ist es. Dann nächste Stelle markieren. Ich halte mich wie immer nicht an den Weg, denn wir wollen ja noch ein bisschen was ausbuddeln hier. Dafür müssen wir an den üblichen Stellen vorbei. Da ist was. So, für alle, die Orientierung verloren haben, wenn ich da so querfeld einknalle. Da ist es. So, dann brauchen wir noch eins, was wir hier finden. Also irgendwas zum Ausbuddeln hier mit dem Detektor. Scheint heute nichts zu liegen. Aber hier oben. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Ah, hier. Da ist es. Genau da. Jetzt aber die Knarre raus, falls hier der Puma auftaucht. Da ist er. Oh. Unsauber getroffen. Den erlösen wir aber mal eben. Dann holen wir uns da oben die Pfeilspitze. Nein, den ignorieren wir. Im Leben nicht. Ich baller jetzt nicht zurück nach Strawberry. Und dann ach, geht's erstmal zurück, oder? Ins Lager.
Und dann gucken wir mal, wie weit der Kollege ist. Hier ist nichts mehr auszubuddeln. Lager aufschlagen hier, warum nicht? Dann checken wir mal eben. Schreikranich hier, das wieder nix. So, jetzt hat er es geschnallt hier. That's my partner. Best traders in the West. Genau, vielleicht können wir jetzt eine Versorgungsmission machen. Oder gleich mal ausliefern, da fehlt nicht mehr viel. Beautiful. Gut, dann müssen wir warten. Dann holen wir uns die Pfeilspitze da hinten. Da ist es. Dann machen wir das. Oh, Moment. Drei Sterne-Dingens hier würde ich noch mitnehmen. Mal perfekte Tiere. Sollen wir ja auch ein paar spenden. So, gucken wir mal, wie lange... Oh, 27 Minuten, das geht ja. Das war knapp. Aber 10 Zentimeter Luft reicht, ja? Ich wollte mir eben die Pfeilspitze holen. Bevor wir die Versorgungsmission oder beziehungsweise Liefermission machen. Da müssen wir später zu Madame, ich muss Karten nachkaufen. Auch den ignorieren wir hier, den Jäger. So, Moment, ich muss mal eben hier... So, muss mal eben kurz was anderes machen. Denn die ganze Zeit? Ach so, das war schon die Fährte. Kann sich nur um Stunden handeln. Nein, Quatsch, gleich sind wir da. Jeder, der das Spiel schon ein bisschen länger spielt, weiß, wo es ist, ne? Hier ist es. Irgendwo. Da. So. Dann haben wir das. Nämlich auch erledigt. Und jetzt geht's ab zum Lager. Der Kerl muss doch irgendwann mal fertig sein. So, Fallspitzen gefunden. Das gibt's doch gar nicht. Zwei noch. Supplies are good. I'm a happy man. Dann koche ich mir was. Und da seht ihr es wieder. Ich brauche Fisch, ich muss angeln.
So, was fehlt uns noch? Zwei Dinge. 24 Stunden Artikel wird ja nix. Ja gut, ne? Das könnte natürlich easy klappen hier. Geld durch. Ah, den schwarzgebrannten Sammler sind wir durch. Händler. Die Versorgungsmission. Kopfgeldjäger, kein Bock. Ja, dann suchen wir doch einfach noch ein perfektes Tierchen hier, oder? Irgendwas Kleines. So, was haben wir hier? Die Samratte. Müssen ja nicht groß sein, ne? In der Tasche ab. Irgendwie ein Hase oder so, das wäre doch super hier. Perfektes Opossum nehme ich auch. We're well stocked for the time being. That's top notch. Oh, habe ich noch irgendwie perfekte Vögelchen oder so? Ja, meist sind die ja schlecht, ne, die kleinen Tierchen. Ja, meist sind die wirklich grottenschlecht. Tja, sieht nicht so aus, ne? Waschbären oder so was hier. Streifenhörnchen. Ja gut, das nehmen wir eh mit. Taschentierebaum. Oh, da sitzt ein Uhu. Da. Federn können wir immer gebrauchen. So, endlich ist die Aussieberung erforderlich. Mal abgesehen davon, dass wir dann Geld verdienen, ist danach auch meist die Versorgungsmission erforderlich. Und jetzt. This is the life, huh? Self-sufficient, answering to no one. We are making something of ourselves. Now this might even. Ja, komm, erzähl nicht so viel, hau rein. It's time to make a sale. I found some buyers locally. Not the highest price, but easy money. And I'll take easy over hard any day. Dann wollen wir mal. Und auch hier Kinokameramodus an. Los geht's. Da wollen wir mal ein bisschen durch die schöne Landschaft fahren hier. Tja, da müssen wir mal gucken. Entweder ist gleich Schwarzgebrannter fertig oder wir spenden einfach noch ein paar perfekte Tierchen. Dann bin ich heute um den Kopfgeldjäger drumherum gekommen. Super.
So, hier aufpassen, ne? Abkürzen. Und alles geben. Da kommen die Jungs. Perfekt. Sparen wir uns gleich die Ballerei. So mag ich das. Mal ganz ehrlich, da hinten an der Station beim Abladen oder beim Anliefern die Ballerei. Das ist mir zu stressig. Da lieber hier. Auf dem Weg dahin. Kurz anhalten. So, auch hier kürzen wir ab. Dann ist man ja auch schnell da. Da kommen die Jungs. Na, kommt schon. Oh, da bin ich mal wieder zu langsam heute. Den Zug schon. Dann können wir gucken, ob wir hier gleich noch einen DAX finden in Perfekt oder so. Meist läuft ja hier irgendwas rum. Und wenn nicht, dann müsste ja, glaube ich, der Schwarzgebrannte nachher auch mal soweit sein. $1000 kassiert. Der ist nicht perfekt. Egal, den Pelz nehmen wir trotzdem. So, was rennt hier weg? Auch nicht perfekt. Oh, da haben wir noch was. Beide nicht perfekt. Egal. Muss schon irgendwie ein perfekter Hase oder sowas rumlaufen, das ist ja nicht mehr normal. Den nehmen wir jetzt trotzdem mit. Tja. Manchmal hat man kein Glück und da kommt auch noch Pech dazu. Also wirklich nichts Perfektes, das ist ja gar nicht sein. Wir brauchen so klein Viehzeug hier, ne? Oder ein Truthahn, irgendwie sowas. Das war das, der Schwarzgebrannte ist fertig. So, wie weit ist er, Kollege, hier? Wetter wird schlecht.
nicht irgendwo hier ein Opossum. Das kann doch nicht wahr sein. Waschbär auch nicht perfekt. Ich glaube das nicht. Wie viel brauche ich denn noch? 3 Stück. Das muss echt was Kleines sein, sonst klappt das nicht. Oh, Bisamratte. Muss man auch treffen. Ja, jetzt noch so ein Hasen. Auch nicht perfekt. Da ist ja mein zweiter. So, Versorgung erforderlich. Na, richtig schönes Wetter hier. So, jetzt spenden wir mal eben die Ratte. Machen eben die Versorgungsmission. Troubling news, I'm afraid. Some of our fellow traders set off for market, but never arrived. Now, I was thinking you could go check on them and maybe lighten their load for the return journey. Feels like the least we can do, don't you think? Good. So. Rauf aufs Pferd. Ist hier um die Ecke. Was ist das schon wieder? Seht ihr den Punkt? Ach, hier. Das ist ein ordentlicher Abfluch. Halleluja. Aber müssen wir uns beeilen hier. Mein Gott, steig aufs Pferd auf hier. So. Also werden wir gleich die Wölfe da nicht häuten. Denn das dauert mir A zu lange und B brauchen wir ja die Felle heute gar nicht. Wir hatten ja schon das Glück. Einfach hinterherpflastern. Eben die Jungs durchsuchen hier, ne? Und schon geht's ab. Zurück zum Lager. Sind hier die ganzen kleinen Viecher, ne? Auch erledigt. Nice work.
So, wie viel Platz hat er jetzt noch? Gar keinen, wie ihr seht. Können wir nicht spenden. Dann sehen wir jetzt zu, dass wir den Schwarzgebrannten wegkriegen. Und dann nämlich noch einen anschmeißen, auch mit Vanilleblumen. Dann kann ich nämlich später vielleicht noch 5 Stück sammeln. Ja gut. Wenn die noch nicht angezeigt wird, die Schwarzbrennerei, komme ich da nicht rein. Wenn ich dann hier wenigstens ein schönes, schlecht beleuchtetes Foto mache. Ja, genau. Mein Gott. Jetzt, da ist sie. Oh, einen ganzen Tag lang Feindseligkeit vermieden, gab es ja auch Gold für heute. So, what shall we create? Dann verkaufen wir den Spaß. Bon, listen carefully. Und dann sollten wir es ja geschafft haben. Yes? It is a not glamorous work, but it is your specialty and it is essential. Because you... You are the pretty face of our little enterprise, eh? Now, these clients today are like your American meat and potatoes. They are dull and tasteless, but without them, we starve. So, treat them well, and off you go. En route. Auf nach Blackwater. Da ist die Straßensperre. Oh, wir haben Glück, wir dürfen durchziehen. Hätte ich heute jetzt auch keinen Bock drauf gehabt, nochmal hier rumzustehen und zu warten. Wie gesagt, dann können wir noch eine Ladung anschmeißen. Bin ich auch die eine Vanilleblume los, dann kann ich 5 Stück sammeln. Aber wenn ich richtig aufgepasst habe, sind jetzt gleich die neuen Rollenherausforderungen erledigt. Da höre ich den legendären Puma. Man hat es auf der Minimap gerade gesehen. Aber auch das machen wir jetzt nicht. Zum Madame müssen wir auch noch neue Karten kaufen. Gott sei Dank, so weit ist es ja nicht. Fertig. Oh, da müssen wir auch in den Saloon. Da scheint irgendwas zu sein, was wir sammeln können. So. Insgesamt 200 Tacken verdient, da steht's, 9 von 9 täglichen Rollenherausforderungen abgeschlossen. 0206, bleib locker hier. Nee, Pokern habe ich jetzt keinen Bock zu. Ich will da oben gucken, ob da ein Sammlerstück ist. Irgendwo hier. Da wäre ich's doch. Oder was? Da liegt es.
kürzen wir mal eben den Weg ab, ne? So, jetzt zurück zur Schwarzbrennerei. Damit wir fix noch eine Ladung anwerfen. Wo ist der Mond, wie gesagt? So, da soll's hingehen. Machen wir den Franzosen mal ein bisschen Arbeit hier. A good sale. Excellent. Na ja, gut. So, what shall we create? Viel verdient haben wir da nicht. Very good. This will be a strong one. So, was ist da drin? Ackerminze. Da ist auch Vanilleblume drin. Da nicht. Da auch nicht. Da ist Vanilleblume drin. Ja, dann. Good. A fine aroma. I would drink this myself. Goodbye. So, dann gucken wir noch mal eben. Da seht das. Viel können wir nicht mehr machen. Also. Schreikraniche, das wird der nächste Rubrennen. Vanilleblumen sammeln. Da können wir ja mal eben ein paar einsammeln. Dann nehmen wir mal noch ein bisschen Zeit, oder? Ja klar, 53 Minuten. Es ist ja erst bei einer Stunde Schluss. Aber 5 Stück, boah, keine Ahnung. Finde ich ja so schnell. 5 Stück. Erstmal gibt's hier noch ein Sammlerstück. Hier sind noch mehr. Ist hier ein Pflänzchen. Jo. Da ist auch noch was. Ja, so viel dazu. Das wir mal eben hier. Jetzt hänge ich hier auch noch fest. Da war doch was da. Dass ich hier mal eben die 5 Vanillepflänzchen sammle. Aber gut, das kann man ja nicht alles, ne? Was ist das denn für ein Kranich? Ist es nicht. So, Vanillepflänzchen, da hinten wächst auf jeden Fall irgendwo was. Aber ob ich das jetzt noch in 5 Minuten schaffe, werden wir sehen. Wichtig ist ja, die neuen Rollenherausforderungen sind durch. Ah, da ist auch noch ein Vogelei. Nehmen wir jetzt auch noch mit. So, da wächst schon mal eine. Da wächst eine.
da ist ein Alligator. Nein. Was ist das denn hier? Schmuckreiher. Kanada Dingenskirchen. Können wir nicht gebrauchen. Da ist noch. Der soll sich erstmal hier vom Acker machen. Das Pflänzchen nehmen wir noch mit. Schön durch den Morast laufen. Schön. So, zwei Stück noch. Aber wo wachsen die? Wo wachsen die? Was ist hier? Nee. Versteck. Da gehen wir jetzt nicht dran. Ich brauche Vanilleblümchen. Aber das weiß doch keiner mehr. Das kann man sich doch nicht merken, wo die wachsen, oder? Ich finde, hier müssten auch noch irgendwo welche wachsen, oder? Da ist eine. Jetzt fehlt mir nur noch eine, oder? Und die Zeit wird knapp. Da ist sie! Und dann mache ich mich jetzt noch auf die Socken. Zur Madame! Und dann machen wir jetzt Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.